Willkommen auf meinem YouTube-Kanal bitcointrading.de. In dem heutigen Video analysieren wir den aktuellen Bitcoin- und Ethereum-Chart. Also bleibt dran, es wird wie immer sehr informativ. Bevor wir das heutige Video beginnen, möchte ich noch einmal daran erinnern, dass wir momentan auf Bybit hier ein Event haben. Du kannst hier zusätzlich bis zu $500 an Bonus bekommen, abhängig von deiner Einzahlung an Bitcoin auf Bybit. Aber selbst wenn du nur dich über meinen Link anmeldest und keine Einzahlung an Bitcoin vornimmst, erhältst du hier ein $20-Coupon zusätzlich. Das bedeutet also, du kannst insgesamt über meinen Link auf Bybit bis zu $620 sparen. Einmal die $100 über die Rewards Hub, die stehen dir immer zur Verfügung. Dann abhängig von deiner Einzahlung an Bitcoin bis zu $500, aber auch unabhängig von deiner Einzahlung auf Bitcoin auf jeden Fall hier nochmal $20. Wenn du also auf Bybit noch nicht registriert bist, aber vorhast zu traden, kann ich dir also empfehlen, jetzt die 4 Zeiten anzumelden, denn dieses Event läuft nur bis zum 4. Februar. Zusätzlich kannst du also auf meinen Kanal gehen und ich kann dir empfehlen, dir einmal mein Bybit-Tutorial hier anzuschauen. Da erkläre ich dir ganz genau, wie die Plattform funktioniert, wie du Long und Short auf Bitcoin oder beispielsweise auch Ethereum gehen kannst und wie du auch deine Position managst und wie du auch deinen Reward hier, also deinen Zusatz mit dem Code Jackpot in Anspruch nimmst. All das erkläre ich dir hier in diesem Video. Und jetzt beginnen wir mit dem heutigen Video. Wir befinden uns auf dem Bitcoin-US-Dollar 4-Stunden-Chart und hier haben wir noch die Einzeichnungen aus dem letzten Video. Wir haben hier einmal das bärische Szenario eingezeichnet, also dass wir hier unsere vorherigen Tiefs wieder unter diese brechen, unsere vorherigen Supportzonen als Resistance bestätigen und dann einen weiteren Abwärtstrend hier bestätigen und unser 30.000er Level brechen und es dann zu einem größeren Crash kommt. Und wir hatten hier einmal das bullische Szenario eingezeichnet, dass wir es jetzt schaffen, über diese rote Resistance-Box zu steigen, diese als Support zu bestätigen und dann hier zu unserem letzten High und darüber hinaus in den nächsten Tagen zu preschen. Jetzt müssen wir sagen, soweit ist hier immer noch keine genaue Entscheidung gefallen. Wir haben gesehen, von dieser Supportzone, die hier auch unser höheres Tief war, haben wir hier eine erneute Aufwärtsbewegung versucht zu dem oberen Rand unserer Resistance Box und haben hier jetzt wieder eine erste Abweisung erhalten. Das heißt, wir konnten hier nicht zu unserem neuen Hoch oder darüber hinaus aufsteigen, haben hier also momentan ein tieferes Hoch wiedermals hier geformt. Aber man muss auch festhalten, wir sehen jetzt hier eine 4-Stunden-Kerze. Dieses befindet sich immer noch über unserem letzten Tief. Diese 4-Stunden-Kerze läuft noch ein paar Stunden. Das heißt, wir haben hier immer noch die Möglichkeit, ein höheres Tief zu bilden. Aber ich möchte auch sagen, selbst wenn wir hier nochmal auf unser letztes Support-Level stoßen, hier diese grüne oder sogar die rote Linie, ist das immer noch kein extrem bärisches Zeichen. Was wirklich nur bärisch wäre, wenn wir hier unter dieses 30.000er Level fallen. Also wir haben hier immer noch keine Entscheidung getroffen. Wir sehen allgemein auch hier von unserem All-Time-High haben wir also jetzt hier übergeordnet tiefere Hochs noch geformt. Aber man muss auch sagen, seitdem haben wir hier diese höheren Tiefs geformt. Und man muss auch sagen, das sieht natürlich sehr stark hier nach einem symmetrischen Dreieck aus, wenn wir hier mal die Hochs verbinden und dann hier auch unsere tieferen höheren Tiefs. Und an sich möchte ich auch nochmal sagen, gegen diese Pattern an sich habe ich nichts. Ich wollte in dem letzten Video euch nur klar machen, dass wenn solch eine Trendlinie bricht, das immer noch nicht extrem bearish ist und die Welt untergeht, sondern dass diese Pattern unterschiedlich eingezeichnet werden können. Das seht ihr auch, wir können zum Beispiel einmal hier diese Kerzen miteinander verbinden, ja, also auf Dot-Basis oder halt eben auf Candle-Close-Basis, dann erhalten wir hier halt eben die untere Trendlinie in einem etwas verschiedenen Winkel. Das bedeutet also, wenn wir zum Beispiel jetzt hier diese Linie preschen, heißt das ja noch nicht, dass wir sofort hier einen massiven Ausverkauf sehen, sondern viele haben die vielleicht auch so eingezeichnet, etwas anders. Das heißt also, hier ist etwas Spielraum. Das wollte ich im letzten Video nur veranschaulichen, dass halt diese Pattern objektiv, nicht objektiv sind, sondern subjektiv von ihrer Einzeichnung her. Und am besten ist es einfach, die Marktstruktur zu beobachten und diese Pattern da noch dazu einzuzeichnen. Dann wisst ihr, wenn wir jetzt diese Linie hier preschen, ist es immer noch nicht unbedingt sehr bearish. Es ist beispielsweise dann ein erstes Warnzeichen und wirklich richtig bearish wird es dann erst, wenn wir wirklich hier dieses übergeordnete letzte Tief von 30.000 US-Dollar preschen. Dann besteht ja wirklich noch die Gefahr, dass wir nochmal auf die 24.000 zusteuern könnten, aber demnach sieht es jetzt nicht aus. Wenn wir das hier auch mal allgemein betrachten, sieht das hier nach einer wirklich gesunden Konsolidierung aus. Wenn wir jetzt auch nochmal ein bisschen rauszoomen, sehen wir, wir hatten hier wirklich über die letzten Wochen und Monate eine extreme Rallye. Letzten März waren wir ja noch bei $4.000, sind hier auf $40.000. Wir haben jetzt 10x gesehen. Dann ist es wirklich nur normal, dass wir jetzt hier in der Vergangenheit unsere Korrekturen hatten. Wir hatten hier einmal diese 20% Korrektur, hier oben hatten wir diese 30% Korrektur, hier hatten wir jetzt eine ca. 15% Korrektur, aber insgesamt kann man hier das als große Konsolidierung sehen und wir werden sehen, ob wir diese Konsolidierung bullisch auflösen, das heißt hier unsere höheren
Tiefs formen und letztendlich auch noch hier am Breakout über unser letztes All-Time-High bei ca. $42.000 haben und uns dann in Richtung der 50.000 bewegen, oder ob wir hier bärisch ausbrechen, unser letztes Tief von $30.000 durchbrechen, somit auch hier diesen Aufwärtstrend damit auch brechen, und dann ist es wahrscheinlich, dass wir auf $24.000 stoßen. Diese Entscheidung ist jetzt aber noch nicht getroffen, das heißt, beobachtet hier weiter die Marktstruktur, beobachtet auch dieses Pattern, seid ihr sicher, dass dieses Pattern objektiv nicht eingezeichnet werden kann, sondern dass es immer ein bisschen subjektiv ist, in welchem Winkel ihr hier das Pattern einzeichnet, und mehr gibt es hier nicht zu sagen. Wenn wir uns auch noch einmal den Tageschart hier auf dem Bitcoin-US-Dollar-Chart anschauen, seht ihr auch, wir haben hier unsere EMA Ribbon angetestet, die haben hier sehr gut als Support gedient, wir haben hier unser All-Time-High, ein tieferes Hoch, aber wir haben hier auch hier ein Tief und ein höheres Tief. Das heißt, dieses Pattern an sich ist valide, und wir werden sehen, ob wir hier nach unten oder nach oben ausbrechen, unter die 30.000 oder hier über unsere 42.000 neues All-Time-High Richtung 50.000 bilden. Wenn wir jetzt auch noch einmal den Wochenchart anschauen, sehen wir hier, ich mache jetzt hier mal noch das Pattern kurz weg, dann sehen wir es nämlich etwas besser, sehen wir hier, wir haben hier wirklich eine rote, massive Kerze gehabt, das war hier dieser 30% Rücksetzer, aber wir sehen, der Docht hier nach unten ist sehr lang. Hier diese Kerze läuft auch noch ein paar Tage bis zum 18. Januar, das heißt, wir haben die Kerze kann noch etwas weiter unten und etwas weiter oben schließen, und je weiter nach oben wir diese Kerze schließen, desto länger wird der Docht hier nach unten, das bedeutet, umso mehr Kaufkraft ist da, das ist tendenziell umso bullischer. Aber an sich, hier diese Wochenkerze zeigt auf jeden Fall, dass wir hier sehr viel Kaufkraft von den Bullen sehen. Und das ist an sich also wirklich ein positives Zeichen. Das bedeutet also, wenn wir jetzt hier auf den 4-Stunden-Chart zurückkehren, wir haben gesehen, also wir haben hier tiefere Hochs gebildet, gleichzeitig aber auch höhere Tiefs. Das sieht sehr stark, ich zeichne es nochmal hier kurz ein, nach einem symmetrischen Dreieck aus. Beachtet also einmal dieses Pattern, beachtet die Marktstruktur, und solange wir hier nicht unter $30.000 fallen und hier unsere letzten Supportzonen in diesem Abwärtstrend als Resistance bestätigen, gibt es hier keinen Grund zur Sorge. Sollten wir es schaffen, weiterhin höhere Tiefs zu bilden und hier in diesem Pattern nach oben auszubrechen, über unser All-Time-High von $20.000, ist es sehr bullisch, und ich rechne dann, dass wir in den nächsten Wochen auf die $50.000 gehen werden. Und mehr gibt es zu dem Chart nicht zu sagen. Also wir sehen hier insgesamt eine Konsolidierung und müssen noch abwarten, in welche Richtung wir ausbrechen. Und das spiegelt sich hier auch an sich auf dem Bitcoin-Dominanzchart, den wir uns jetzt noch anschauen. Ihr erinnert euch, in meinem letzten Video haben wir hier dieses absteigende Dreieck besprochen. Ich habe gesagt, das ist tendenziell ein bärisches Pattern, und ob wir hier nach oben oder nach unten ausbrechen, hängt von dem Bitcoin-US-Dollar-Chart ab. Hätte die Konsolidierung auf dem Bitcoin-US-Dollar-Chart kürzer gedauert und wir wären schon früher nach oben ausgebrochen, hätte es im Schier auch eine hohe Wahrscheinlichkeit gegeben, dass wir trotz diesem an sich bärischen Pattern bullisch ausbrechen können. Da jetzt allerdings die Konsolidierung in dem Bitcoin-US-Dollar-Chart etwas länger dauert, haben wir dann auch hier das bärische und somit auch das wahrscheinlichere Szenario gesehen, dass wir hier einen Breakout nach unten erleben. Und wir haben also jetzt hier auch diese grüne Linie, die ich euch in dem letzten Video eingezeichnet habe, auch hier schon angetestet. Diese Tageskerze kann darunter oder darüber schließen, das ist jetzt noch nicht beschlossen. Sollten wir darunter schließen, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir auch, wie ich es euch hier eingezeichnet habe, hier dieses 65er Level, diese schwarze Trendlinie anzeichnen. Die kennt ihr hier noch aus dem Wochenchart. Die war auf dem Wochenchart hier sehr lange Resistance, und wir hatten diese dann hier gebrochen am 14. Dezember mit diesem starken Breakout, aber wir hatten hier noch keinen Retest. Das heißt, wir haben diese lange Resistance hier noch nicht als Support bestätigt, weshalb ich auch gesagt habe, dass es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass wir, bevor wir hier über diese 20% Resistance-Box steigen können, hier vielleicht zuerst einen Retest sehen und dann hier sozusagen neue Kraft sammeln und dann hier den nächsten Breakout über die 72% sehen. Sollten wir hier auf der schwarzen Linie keine Resistance finden, ist es auch gut möglich, dass wir hier unsere letzte Support-Box nochmal antesten bei ca. 60%. Das stellt sich auch noch heraus. Jetzt müssen wir erst in der kurzen Frist darauf achten, ob hier diese grüne horizontale Linie hält. Falls diese hält, kann es ja schon sein, dass wir eine neue Aufwärtsbewegung schon sehen. Falls diese bricht, ist unser nächstes Ziel erstmal die 65% Linie, hier diese schwarze Trendlinie. Und falls diese auch brechen sollte, wäre das nächste Ziel dann hier in den unteren 60% Bereich. Das bedeutet also, wir sehen, Bitcoin ist in einer Konsolidierung. Und währenddessen nimmt hier die Bitcoin-Dominanz ab. Und ich habe es auch schon öfters erklärt, solange Bitcoin steigt oder seitwärts läuft, ist das tendenziell bullisch für Altcoins. Und jetzt sehen wir, Bitcoin läuft seitwärts. Das heißt, Bitcoin ist jetzt, die Bullen sind gerannt. Wir haben richtig massive
Profite gesehen. Bitcoin hat sich verzehnfacht und jetzt braucht halt Bitcoin einfach mal eine Verschnaufpause. Das ist die Konsolidierung, die wir momentan sehen. Und die Altcoins, die meisten Altcoins haben ja, während Bitcoin so extrem angestiegen ist, Bitcoin nicht ausperformt, sondern sind eher dem Bitcoin hinterhergerannt, während der Bitcoin vorausgerannt ist. Und jetzt diese Konsolidierung ist sehr positiv für Altcoins, nämlich jetzt haben die Altcoins eine Moment Zeit, um den Vorsprung, den Bitcoin quasi vorgelaufen ist, nachzuholen. Und das sehen wir zum Beispiel auch momentan in Ethereum. Im Gegensatz nämlich zu Bitcoin hat es Ethereum hier geschafft, auf dem Ethereum US-Dollar 4-Stunden-Chart hier ein höheres Hoch zu bilden. Und wir sehen hier auch aktuell wunderschön den Retest. Wir sind hier auch kurz mit einem Rig durchgefallen, haben hier den EMA Ribbon angetestet, aber diese Rigs, lasst euch davon nicht erschrecken, solange die Kerze nicht geschlossen ist. Es ist entscheidend, wo die Kerze schließt. Ja, also wenn wir mit einem Rig unter diese Resistance-Zone kommen oder diese Support-Zone hier kommen, ist es kein Problem. Solange die Kerze hier in der Box schließt, ist alles gut. Und selbst wenn wir jetzt hier auch durchfallen sollten, nochmal in das EMA Ribbon, ist es auch noch kein Drama. Selbst so, hier können wir auch die große Spanne, wenn wir das etwas größer betrachten, hier auf dem Tageschart auch sagen, wir haben hier unser letztes Tief, ja, hier unten bei ca. 1000 Dollar, unser letztes Hoch hier bei ca. 1200 Dollar. Das bedeutet, solange wir nicht übergeordnet unter dieses Tief bei 1000 fallen, ist alles im Rahmen. Ethereum ist auf Kurs. Und wenn wir es natürlich schaffen, hier über unser letztes Hoch von 12.083 Dollar auf Candleschluss was zu kommen, ist es natürlich extrem bullish. Und dann sind hier die neuen All-Time-Highs schon zum Greifen nahe. Das heißt also hier auf dem 4-Stunden-Chart alles intakt. Wir bilden hier gerade in diesem Bereich unser höheres Tief, haben hier schon unser höheres Hoch eingezeichnet. Hier habt ihr auch nochmal einen Verlauf, wie es erwartet für die nächsten Wochen. Bisher ist ja soweit alles auf Kurs. Wie gesagt, selbst wenn wir hier kurzfristig durchfallen, solange wir hier unten dieses übergeordnete Tief von dem Tageschart nicht durchbrechen, ist auch in Ethereum alles im Rahmen. Wir sehen auch hier, Ethereum ist extrem, hat auch hier einen extremen Run gehabt. Ethereum hat ja sogar Bitcoin ausperformt. Ethereum ist eines der wenigen Altcoins, der es geschafft hat, Ethereum seit März auszuperformen. Und deswegen ist hier auch diese Konsolidierung, wie wir sie auch ähnlich gesehen haben bei Bitcoin, sehr gesund, der Rücksetzer war sehr gesund und hier gibt es aktuell keinen Grund zur Sorge. Ich tendiere hier auch zu dem bullischen Szenario und wie gesagt, solange Bitcoin seitwärts oder läuft oder steigt, ist das ein sehr gutes Territorium für Altcoins, um jetzt gegen Bitcoin so den nächsten Schlag auszuführen, um Bitcoin auszuperformen. Wenn natürlich Bitcoin crashen sollte, reißt das den ganzen Markt mit runter, dann werden die Altcoins natürlich auch crashen, aber demnach sieht es momentan zumindest noch nicht aus. Wenn wir es jetzt hier auch noch einmal den Wochenchart anschauen, sehen wir auch, wir hatten hier eine sehr lange Candle nach unten. Die wurde hier komplett aufgekauft. Wir sehen hier wirklich noch einen sehr, sehr kleinen Candle-Körper. Das ist wirklich auch ein sehr bullisches Zeichen übergeordnet. Das bedeutet nämlich auch, dass wir hier massive Kaufkraft zurzeit sehen. Und wenn wir uns dann jetzt noch einmal hier das zusammenfassen, also wir sehen hier höhere Tiefs, hier noch momentan ein tieferes Hoch. Solange wir hier nicht unter die 1000 Dollar fallen, ist hier auch dieses EMA Ribbon ein extrem starker Support und sollten wir es jetzt zeitnah schaffen, über unser letztes High zu steigen, denke ich, dass wir hier auch einen größeren Breakout auf neue All-Time-Highs sehen können. Untergeordnet im 4-Stunden-Chart, wie ihr auch hier seht, wir haben die höheren Tiefs, wir haben die höheren Hochs, ist also soweit alles auf Kurs und wir sehen insgesamt hier auch eine schöne Konsolidierung und ich bin insgesamt auf Ethereum auch für die nächsten Monate sehr bullish, denn ich denke, dass Ethereum einer der wenigen Altcoins sein wird, der weiterhin es schaffen wird, Bitcoin auszuperformen. Das sehen wir momentan auch auf dem Ethereum Bitcoin Chart. Wenn wir hier einmal auf den Tageschart wechseln, seht ihr, ich habe euch hier auch das letzte Mal die zwei Szenarios eingezeichnet. Ihr erinnert euch, wir hatten hier unten in unserer Supportbox ein Double Button Pattern, hatten hier schön unser Breakout wieder zurück in unseren Trend in unserem Aufwärtskanal über diese grüne untere beschränkende Linie, hatten dann hier auch perfekt auf diese Linie nochmal ein Double Button Pattern und dann habe ich euch hier das letzte Mal gesagt, sollten wir jetzt hier nach oben ausbrechen, über unsere letzte Highs, da hatte ich hier auch noch eine Supportbox, die ist jetzt leider nicht mehr da, ich zeichne die schnell nochmal ein, da habe ich euch hier diese Zone eingezeichnet von unseren letzten Highs und ich habe gesagt, sollten wir es schaffen, über diese Zone zu brechen und zu schließen, ist das schon mal sehr positiv. Das bärische Szenario wäre gewesen, dass wir hier aus diesem Aufwärtskanal nochmal abfallen. Das ist jetzt zum Glück nicht passiert. Wir sehen also, während die Bitcoin-Dominanz nach unten geht, also hier die Bitcoin-Dominanz etwas abnimmt, sehen wir hier, haben die Altcoins Spielraum, um Bitcoin auszuperformen. Das sehen wir hier perfekt bei Ethereum. Und wenn wir uns
dann auch nochmal das hier im großen Stil auf dem Wochenchart anschauen. Habt ihr auch gesagt, achtet auf die 20er Moving Average. Die 20er Moving Average ist hier diese gelbe Linie. Die war hier in der Vergangenheit mehrfach Support. Und als wir dann einmal unter diese gefallen sind, haben wir sie hier als Resistance bestätigt und diesen Ausverkauf gesehen. Jetzt sind wir hier wieder zurück in unserem Aufwärtskanal. Wir sind zurück über dieser 20er Moving Average und bewegen uns hier in Richtung unserer Zielzone. Also hier diese ehemalige Resistance, wo wir hier damals im August ausgetoppt sind, der nähern wir uns wieder. Und ich denke, dass, wenn Ethereum weiterhin schafft, Bitcoin auszuperformen, wenn wir hier vielleicht eine Seitwärtsphase sehen, vielleicht einen kleinen Ausverkauf nochmal zurück auf diese grüne Linie, ein höheres Tief bilden und dann erwarte ich hier noch in den nächsten Wochen und Monaten ein Breakout über diese grüne Linie und im allerbesten Fall vielleicht sogar bis an die obere beschränkende Linie dieses Aufwärtskanals. Und wenn ihr euch nochmal hier das große Bild anschaut, ich spreche jetzt ja schon seit mein Kanal existiert, seit circa 2 Monaten über diesen Ethereum Bitcoin Chart. Ich habe euch angekündigt, dass ich im ersten Quartal 2021 massive Profite von Ethereum gegen Bitcoin erwartet. Ihr erinnert euch, wir haben uns einfach hier die Vergangenheit angeschaut. Wir haben einfach nur nach links in die Vergangenheit geschaut und es ist aufgefallen, dass wir hier immer im Dezember oder Januar starke Aufwärtsbewegungen sehen. Ja, hier auch Dezember, wo Ethereum Bitcoin ausperformen kann. Diese haben wir hier mit diesem pinken Linie, haben wir diesen Zeitraum markiert und ich habe es damals für die Zukunft vorhergesagt. Ich erwarte auch hier in diesem Zeitraum Dezember, Januar, dass wir es schaffen werden mit Ethereum Bitcoin auszuperformen, wie wir es in den letzten 1, 2, 3, 4 Jahren gesehen haben. Wenn ihr euch mal schaut, ich habe diesen Strich damals hier im Vorhinein eingezeichnet und genau eine Wochenkerze rechts von der Zeitperiode, wie ich sie erwartet habe, sehen wir hier diese Aufwärtsbewegung. Das heißt also, meine Vorhersage hat bis jetzt sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Wenn wir uns hier auch immer schauen, seit dem 28. Dezember haben wir hier mit Ethereum Bitcoin um 53, knapp 55% ausperformt. Wenn wir uns jetzt hier auch noch einmal den Bitcoin-Wochenchart anschauen, da können wir das auch ganz leicht nachvollziehen. Wenn wir uns hier einfach die Woche anschauen vom 28. Dezember, das ist hier diese Woche, und wir messen zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt stehen, haben wir hier 40% gemacht. Okay, jetzt gehen wir auf den Ethereum US-Dollar-Wochenchart und messen einfach auch die Profite, die wir seit dem 28. Dezember gemacht haben. Das ist einmal hier, einen Moment, diese Wochenkerze, zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt sind, da seht ihr, das sind hier gute 80%. Das heißt also, Bitcoin 40% angestiegen, Ethereum 80% angestiegen. Also haben wir hier einmal in dem US-Dollar-Verhältnis die doppelten Profite gemacht gegenüber US-Dollar, also Ethereum US-Dollar, Ethereum Bitcoin. Und wenn wir Bitcoin Ethereum vergleichen, sehen wir eben diese 50%, die ich vorhin abgemessen habe, hier auf dem Chart, kann ich euch nochmal zeigen. Das heißt also, wir haben uns seitdem gegenüber US-Dollar 100% gemacht und gegenüber Bitcoin 50%. Ethereum ist also bisher einer der wenigen Altcoins, der Bitcoin ausperformen konnte. Ich bin auch für das gesamte Jahr gegenüber Ethereum sehr bullish. Wenn wir uns hier noch einmal den Monatschart anschauen, erinnert euch, da hatten wir hier die 20er Moving Average auch, die hier als mehrfach als Resistance gedient hat. Als wir diese hier dann einmal überbrechen konnten, sind wir im September an der 50er Moving Average hier oben ausgetoppt, wo auch diese blaue Box ist, haben wir diesen Ausverkauf gesehen, genau wieder auf unsere 20er Moving Average, konnten diese hier als Support bestätigen, haben dann diese massive grüne Monatskerze gesehen und ihr wisst ja, meine nächste Zielzone ist auch wieder als erstes hier diese 50er Moving Average, wo wir damals im August ausgetoppt sind und hier in diesem Bereich, also von 0,41 bis so 0,46 ist hier also meine Zielzone für den Ethereum Bitcoin Chart im ersten Quartal 2021 und auch hier sind wir soweit, also sehr gut auf Spur. Und wenn wir jetzt also nochmal alles zusammenfassen, Bitcoin US-Dollar Chart auf den 4-Stunden Chart, wir bilden tiefere, höhere Tiefs, tiefere Hochs, wir befinden uns hier in einer Konsolidierung, solange wir nicht unter 30.000 Dollar brechen, ist das bullische Szenario wahrscheinlicher. Sollten wir unter 30.000 Dollar brechen, kann sein, dass wir hier nochmal eine Abwärtsbewegung Richtung 24.000 Dollar sehen, aber ich tendiere eher zu bullischem Szenario. Wenn wir uns dann den Ethereum US-Dollar 4-Stunden-Chart noch einmal anschauen, sehen wir, dieser Chart ist etwas stärker sogar noch als der Bitcoin US-Dollar-Chart. Wir haben hier schön höhere Hochs, wir haben unsere höheren Tief, sehen momentan unseren Retest und die rechnen auch hiermit, dass wir in den nächsten Wochen hier einen Breakout sehen werden. Ich tendiere hier auch eher zu dem bullischen Szenario. Solange wir nicht unter diese 1000er-Grenze fallen, ist hier alles auf Kurs. Sobald wir hier über unser letztes All-Time-High kommen, wird es hier, denke ich, einen sehr starken Aufwärtstrend geben. Das war's schon wieder mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, kannst du mir jetzt gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn du meinen Kanal kostenlos unterstützen möchtest, kannst du mir jetzt gerne ein kostenloses Abo da lassen und die Glocke aktivieren, sodass du immer eine Benachrichtigung bekommst, wenn ich ein neues Video uploade. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.